Willkommen zurück hier bei 2FU-FM und Transport über 2. Unsere Strecke wollen wir noch hier zu Ende bauen. Jetzt ziehe ich mal das zweite Gleis hier nach. Und das klappt ja relativ gut. Ohne dass es sich verhaspelt. So, hier die Brücke drüber. Hat auch geklappt. Und bis dahin. So. Dann nehme ich hier nochmal ein Stückchen weg. Damit der Übergang geschmeidiger ist. Halt, da ist noch eins. So. Wunderbar. Okay. Jetzt müssen wir noch schauen, dass wir hier unsere Güterstrecke nachziehen. So wäre ja ganz nett. Ich versuche es jetzt mal, ohne dass ich den hier anknipse. So. Ah, das ist schon... Nee, warte mal. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Das kann ich ja Stückchen für Stückchen machen. Das ist irgendwie affig. Ich versuche jetzt einfach mal so das Gleis anzusetzen. So, und das zweite direkt daneben. Okay, und jetzt nur noch von da dran. Ja, das ist wesentlich einfacher gewesen. So. Okay, und hier schmiegen wir uns auch wieder an. Zack. Zack. Okay, ein Träumchen. Jetzt soll es wieder einfach sein. Genau, ist da. Hat er gecheckt. Okay, jetzt komme ich unten raus quasi. Jetzt kann ich mir überlegen, ob ich, Ah, das ist nicht gut. Da nimmt er die Kurve nicht ganz mit. Muss ihn nochmal da separat ansetzen. Wie ich das jetzt mache, da oben werde ich keine Güter hinbauen. Ich werde wahrscheinlich da vorne in den Tunnel gehen, um unter München durchzufahren. Mit meinen Güterzügen. Das passt, das passt. Okay. Dann sage ich mal nur bis da. Dann ziehe ich mal das andere noch schnell hinterher. Und dann versuchen wir da mal einen Tunnel hinzuzimmern. So, jetzt bin ich hier oben. Okay. Wohin müssen wir denn als nächstes? Der hier, ne? Ibanez. Und von da dann kann ich es mir überlegen, ob ich zuerst nach Waldüren fahre und dann nach Heiligenrot, um dann nach oben weiterzufahren. Ja, doch. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Also zuerst nach da und dann nach da. Zuerst nach da. Dann nach da, ja. Okay, dann stimmt hier schon mal die Richtung. Dann weiß ich auch, wo ich ungefähr rauskommen muss. Den ziehen wir noch ein Stückchen durch hier. Zack. Und dann versuche ich mal hier mit meinem Gütergleis ein bisschen abseits zu fahren. Und eigentlich auch direkt in die Tiefe zu gehen. Ne? Zack. Da bin ich drin. Okay. Wieder speichern. Okay. So ungefähr. Zack.
Zack. Gut, das hat ja schon mal relativ gut geklappt. Jetzt können wir hier unsere Rundung machen. Ich sag mal bis da. Vielleicht auch schon ein bisschen höher kommen. Ah, das war zu hoch. So. Okay, nichts im Weg. Sollte klappen. Zack. Nein, das bin ich. Ah. Okay, das hat nicht geklappt. Okay, dann muss der nochmal weg. Der auch nochmal. Und dann versuchen wir von da an zu packen. Nochmal in die Tiefe. So. Irgendwo hier würde ich gerne rauskommen. Die Rundung gefällt mir noch nicht. Die Rundung ist noch bescheiden. Ich glaube, ich nehme nochmal ein Stück weg. Ich bin auf dem Weg nach oben. Wenn ich jetzt mal so hinsetze. Okay, ich muss dann nochmal etappenweise gehen. So. Hier komme ich dann raus. Das passt nicht. Okay, also da hinten haben wir eine Kollision. Okay. Ich versuche es mal hier. Ich zieh mal den anderen nach. So richtig rund war es jetzt nicht, aber es hat zumindest geklappt. Da komme ich raus. Okay. Wir müssen auf jeden Fall noch irgendwie darüber. Okay, das können wir auch da hinten machen. Das heißt, ich kann hier die mal eben ein ordentliches Stück weiterziehen. Ungefähr bis da. Okay, jetzt kann ich versuchen, da wieder anzuschließen. So. Okay, läuft. Einmal frei. Okay. Können wir uns schon mal überlegen, wo wir da hinten nachher rein wollen. Aber vorher steht wieder Signale setzen an. So. Da sind welche. Gut, dann kann ich hier eigentlich mitten drauf welche setzen. Und hier machen wir wieder zusammen. Da und da, da und da. Ein Träumchen. So, machen wir auf der Brücke auch noch mal. Da. Ah, doch, ein gutes Stück hier.
Ja, der war falsch. So. Okay, hier trennen wir uns. Dann machen wir hier auch noch welche. Zack. 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 Ist das richtige Gleis erwischen hier? Da. Und einmal hier oben. Okay. Gut, und hier kommen wir wieder zusammen. Das hat ja relativ geklappt. Okay. Sehr schön. Gut, dann können wir jetzt München auch noch mit anschließen, aber hier fehlt noch die Weiche, weil sonst kommen wir da nicht zurück. Einmal nach da. Und einmal nach da. Oh, wo ist meine Linie? Da ist sie. Ach, da wäre sogar ein Zug. nehmen wir den direkt. Linie verwalten, Hamburg. Okay, nach Hamburg. Bevor ich die jetzt alle wieder rauslösche, ich glaube, da kann ich die auch einfach dazwischen setzen. Ne? Nach Hamburg fährst du nach München. Da. Hamburg, München. Okay. Dann wieder zurück nach Hamburg. Dann Düsseldorf, stimmt das? Düsseldorf? Ja, okay. Dann müsste es so passen. Düsseldorf, Hamburg, München, Hamburg, Düsseldorf. Ja. Achso, ich kann natürlich noch schauen, dass das hier auch seine Richtigkeit hat. Da fährt er hoch. Okay. Das scheint mir hier... Ja, ja, doch. Klappt. Okay, dann kann man hier wieder mal Gas geben. Sehr schön. Hier haben wir noch eine Stadt, die wir irgendwann umbenennen wollen. Es wäre doch ein wunderschönes... Tja... Wir haben noch drei Städte. Im Endeffekt, wir müssen ja eh alle umbenennen. Ne? Also, das ist jetzt mal Stuttgart. Okay, wo haben wir denn hier? Da. Dann setzen wir den am besten hier irgendwo hin. Ne? Hier haben wir die meisten Wohnhäuser. Tja, da ist das natürlich wieder Kacke hier. Ne? Aber hier lohnt es sich am meisten. Wie groß war doch gleich der Bahnhof? Da rein kriegen wir nicht. Gut, theoretisch kriegen wir ihn da rein. Theoretisch kriegen wir ihn rein. Wir könnten dann sogar... Das könnte ja wieder so ein Doppelbahnhof werden. Oh, stimmt, da fällt mir ja ein. Wo haben wir das denn noch gemacht? Weil das wird die gleichen Probleme haben wie in Reit. Hier ist nur Durchgang, ne? Ja. Hier haben wir einen Doppelbahnhof. Hm. Das heißt, hier muss ich auch dran denken, dass ich dann eine Weiche hinsetze. Weil wenn der irgendwann mal direkt angefahren wird, weil dran vorbei komme ich nicht mehr. Das ist vorbei.
Ich könnte höchstens irgendwann sagen, hier nochmal absplitten und dann vielleicht einen Tunnel unter Düsseldorf drüber, durch und dann hier wieder raus, um dann da irgendwie drauf zu kommen. Okay, also Düsseldorf wird auch interessant und Gottes Kogdeich hat das gleiche Problem. Und hier fährt, glaube ich, auch schon einer hin, oder? Ah, nee, fahren nur durch. Ach so, stimmt, den haben wir da hier oben hingesetzt. Okay, okay, okay. Okay, das ist dann schon mal nicht so schlimm. Es ist auch ein purer Personenbahnhof, okay. Das ist gut. Wird es auch immer voller. Hier werden wir irgendwann das Problem haben. Wenn ich Waren anliefer, brauche ich noch ein Gleis, was dran vorbeiführt. Noch baut hier oben keiner hin, also noch hätten wir die Möglichkeit, das nochmal anzupassen, dass ich hier ein Durchgangsgleis mit dazu setze. Sollten wir das direkt machen? Ja, das wäre eigentlich noch eine Idee, ne? Komm, das mach mal. Weil hier kommen ja auf jeden Fall irgendwann nochmal Waren an. Weil Treibstoff wird, glaube ich, jetzt sich nicht mehr ändern. Wieso steht der jetzt wieder da? Mein Treibstoff kommt ja von da vorne, ne? Per LKW. Das läuft ja ganz gut. Wieso steht der da? Wegen dem? Ich glaube, meine Weichenkombination war hier nicht so gut. Mal kurz beobachten hier. Oha, neue Tanker. Und ein paar Deko-Schiffe. Und neue... Oh. Bis 120 km/h. Das ist natürlich cool. Wo wollte der jetzt eigentlich hin? Der will Steine abholen. Ach, jetzt weiß ich, woran das liegt. Steine. Natürlich. Ich habe doch Steine, habe ich zwei geholt. Und der hat kein Ausweichgleis. Das müssen wir quasi noch vor dem da machen. Weil sonst bleibt er da ewig stehen und behindert alle anderen. Okay, dann machen wir das mal eben. Ausweichgleis. Machen wir in diese Richtung. Ich muss gleich immer irgendwas trinken. Ich habe irgendwie Frosch im Hals wieder. So. Komm, den ziehen wir jetzt da noch drüber. Lang genug ist er, ne? Naja, dann ziehen wir den doch nicht drüber. Schnappen den da mal an. Und schauen, dass wir davor noch... Ja, genau. Vielleicht noch ein Stückchen. So. So. Okay, dann kommt da ein Signal hin. Ah, muss ich gleich noch ändern, aber hier kann ich es direkt sagen. Einbahnen. So. Und du wirst auch ein Eingangsgleis. So. Okay. Aber jetzt kann der dann, wenn er dann irgendwann wieder da ist. Soweit ist die Fahrt ja nicht. Ich glaube, da ist er schon wieder. Den knipsen wir mal schnell an. Der ist gleich voll. Okay, dann wartet der doch wieder da unten. Höchstens von der Länge passen. Haben wir übrigens etwas richtig gemacht. Ja, von der Länge passt auf jeden Fall. So, der ist da. Jetzt wird er gleich da warten, weil der schon den Punkt da oben passiert hat. Ja.
Wir könnten natürlich hingehen und ja, das ist eigentlich Schwachsinn. Weil es dann mal länger braucht, dann haben wir da oben auf jeden Fall ein Ausweichstück. Also das sollte eigentlich jetzt geschmeidiger laufen. Aber das hier müssen wir auf jeden Fall machen. Wir müssen das Ganze um ein Stück nach oben setzen. Also ich werde hier quasi noch ein Gleis dran setzen. Dass wir hier drei Gleise haben. Eins werden wir eh niemals brauchen, wie gesagt, weil der Treibstoff von da hinten kommt, ne? Von hier, von da. Da werden wir niemals mit Zug hinfahren. Das werden wir immer über das hier regeln. Dann haben wir da quasi einmal links, einmal rechts durch und einmal Abgabegleis für Waren, die dann irgendwann mal kommen werden. Gut, aber wie wir das basteln, das sehen wir in der nächsten Folge. Also, bis dann! Ha 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 ha